Alright, wir haben hier wirklich interessante Information und endlich die Zero, also diese Movie Collaboration kommt endlich und genau das heißt auch, dass Yuta endlich kommt. Wir gehen durch alles durch, was die hier gepostet haben. Der Post ist sehr, sehr frisch vor 19 Minuten und hat einfach schon 400 Likes, das muss ich mal hervorheben. Manche Games schaffen das nicht mal in ein paar Tagen. Also, muss man schon sagen, ist schon nicht schlecht. Und bevor das Video startet, würde mich natürlich ein Abo und ein Like freuen. Also, wir haben erstmal mehrere Posts. Die haben hier auch so ein Preview-Ding gemacht. Ich würde sagen, wir gehen von unten nach oben durch. Wir bekommen hier einmal Limited Time Benefits. Ich gehe mal drauf. Das war das erste Mal, als ich das hier gerade sehe. Ich habe mir nur gerade die anderen Sachen angeguckt. Und wir schauen uns an, was für Benefits es hier gibt. Oh, Gift Distribution Period. Also wir bekommen anscheinend Rewards. Ich glaube, das ist das hier oben. Die Gift, das hier. Da werden wir nochmal gleich drauf gehen. Ich würde sagen, wir skippen das mal. Und natürlich, wir reden. Es kommt ja auch noch gleich Informationen zu Yuta. Das wird aber ein bisschen später passieren. Wir schauen uns erstmal das hier an. Wir bekommen Double Drops. Sehr, sehr nice. Story Event Limited Time Double Drops. Das ist auch big für die Story-Events, okay. Und Bugfixes. Alright, Upcoming Events, Preview. Okay, das schauen wir uns jetzt alles an. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Overview gewesen. Dann schauen wir jetzt mal die Global Edition Limited Time Benefits an. Und ihr seht schon, das ist schon juicy. Also, muss ich sagen. 10 von den Stamina Packs oder die AP Supplementary Packs. Sehr gut. Und ja, 400.000 Beacon of Training. 60.000 Beacon of Recollection Bits. Sehr, sehr krass. Ich glaube 400.000, ich glaube das sind so, das ist crazy viel. Ich glaube das sind so 65 Level, also wenn ihr von 0 auf 100 macht oder irgendwie 70. Ich bin nicht genau sicher. Oh, aber ungefähr, damit ihr es hier genau seht. Es sieht schon nach sehr, sehr guten Rewards aus. Vor allem die Stamina Packs hier. Ich muss auch dazu sagen, ihr müsst jeden Tag reinkommen und das abholen in diesem Geschenk-Icon. Das wird dann nach 24 Stunden gelöscht. Das heißt, ihr habt nur an dem Tag Zeit, das nicht einzulösen, aber einzusammeln. Alright, jetzt kommen wir zu den juicy Informationen. Global Version Event bei Weekly Updates. Dann gehen wir hier weiter. Featured die Limited 3 SR-Charakter. Oder sind die Limited? Also Togim, SR-Panda. Und ich glaube noch Maki war das. Ja, obviously Skip. Also wer da sammelt, ist sammelt, also Rest in Peace, Bro. Der fängt am 11., oder besser am 22.11. an. Das ist natürlich umgedreht, weil Amerika und so. Ist dann ein Maintenance und dann hört das am 12.25 auf. Und dieses Enddatum wird auch noch relativ interessant. Gehen wir aber gleich noch dazu ein. Wichtig ist gerade, wann es anfängt. Und jetzt, wo ich es gerade aufnehme, kommt das in 2 Tagen raus. Obviously, massive Skip. Bitte summon da einfach nicht. Also das sind 3 SR-Charakter, die nicht gut sind. Vor allem, wir kommen nochmal gleich zu einem Charakter, der ist 3 Milliarden mal besser. Und dann haben wir nochmal dieses Story-Event, wo man, ich glaube, ist das Story-Event, wo man das Memory bekommt? Maybe. Also es wird nochmal gleich angezeigt, aber es kommt dafür auch noch ein Event, wo man ein Free Memory bekommt. Natürlich werden wir auch nicht später, ich glaube in einem anderen Video über die ganzen Sachen gehen. Wir werden auch, das wollte ich schon so lange machen, aber wir werden auch im nächsten Video wahrscheinlich durch Yuta gehen und durch die Memories, das hat sich ein bisschen falsch angehört, aber durch sein Kit und alles, um zu schauen, wie gut er ist. Und ohne sein Kit zu lesen, ich weiß einfach, der ist cracked. Dann natürlich Yuta, 11. oder besser 24.11. ist in 4 Tagen, sehr, sehr nice. Enddatum ist das hier. Und dann noch ein Map-Event. Das ist hier ein Story-Event, das ist was anderes. Ist dann am 24.11. Hier bekommen wir, glaube ich, das Memory. Also, interesting. Und am 29.11. kommt noch ein Charakter raus. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Geto kommt hier raus. Der ist okay, aber also, ihr habt wahrscheinlich doch noch auf Yuta gesammelt. Ich werde wahrscheinlich zu dem ein Sollte-man-Summon-Video machen, weil ich bin mir gerade noch unsicher. Aber ihr habt dann wahrscheinlich, weil Yuta vorher rausgekommen ist, schon auf Yuta gesammelt, deswegen werdet ihr wahrscheinlich eh keine Cubes haben. Würde ich mal behaupten. Deswegen wird er wahrscheinlich ein Skip sein. Also höchstwahrscheinlich, aber ich werde das in einem anderen Video nochmal näher beleuchten. Aber hier, obviously, er ist da, wo ihr summonen müsst. Und ich sage das nicht ohne Grund, ihr müsst da wirklich eure Cubes investieren. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 40.000
aufgespart und das wird sehr, sehr crazy sein. Also, ich hoffe, ihr habt Cubes. Ich hoffe, ihr habt Cubes. Ich glaube, Pity Rate ist. Gibt es überhaupt ein Pity? Ich weiß. Ich glaube schon, aber ich glaube, dieses Pity ist richtig, richtig ass. Und das Enddatum. Was verrät uns dieses Enddatum hier? Und natürlich, an Weihnachten endet der. Und was passiert dann? Natürlich etwas Neues zu Release. Keine Ahnung, was rauskommt. Maybe der grüne Gojo. Wenn ich hier mal hier kurz hingehe, Damage. Vielleicht der grüne hier. Vielleicht auch Toji. Also, wie gesagt. Die sind jetzt ein bisschen weird mit dem Release, weil die jetzt auch, wo ist er hier? Bro, what? Global Support? Hier, Megumin rausgebracht haben vor Yuta. Und genau deswegen, also es könnte wirklich alles sein. Es könnte der grüne Gojo sein, es könnte Toji sein, es könnte irgendein Charakter sein, der schon in JP drin ist. Also obviously natürlich nicht die Anniversary Character, aber solche Sachen, die könnten natürlich am da releasen, da wo das hier aufhört. Deswegen sollte man da ein Auge drauf halten. Natürlich werden die auch davor Informationen releasen, bevor alles stattfindet. Deswegen sollte man maybe nach Yuta sparen. Ja. Und nicht zum Beispiel auf Geto pullen. Würde ich mal sagen. Ohne jetzt zu wissen, was Geto richtig macht, aber ich glaube. Mit meinem Halbwissen gerade. Ich habe noch nicht sein Kit und so angeschaut. Ich glaube, der lohnt sich nicht. Wirklich. Aber Yuta schon, 100%. Deswegen würde ich sagen, nach dem Yuta-Banner würde ich eher sparen. Weil es wird wahrscheinlich massive sein. Also, es ist natürlich End of the Year, Weihnachten, New Year Celebration. Mal schauen, was sie droppen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Actually, ich glaube, ich habe es ja gecallt. Ich glaube, ich habe sogar vor irgendwie so 2 Wochen gesagt, so ungefähr in 2 Wochen kommt der raus. Oder vor einem Monat habe ich gesagt, nicht vor einem Monat, vor... Okay, nee, ich habe vor ein paar Wochen gesagt in einem Monat. Okay, ist nicht perfekt, richtig, aber ist schon annähernd dran. Also ist okay. Das Game ist ja am 7. Release. Ich habe gesagt, ungefähr in einem Monat, also passt schon. Also ich, deswegen, damit einfach auf den, der, also... Ich habe schon am Anfang, wo das Game Release ist, habe ich gesagt, spart für diesen Moment hier. Für die Leute, die jetzt zum Beispiel bei Megumin ausgegeben haben, ja, rest in peace. Also, was soll ich sagen? Ich habe es gesagt, so. Wir werden in dem nächsten Video über den Charakter gehen und wir schauen uns an, wie crazy der ist. Weil ich kann euch schon mal sagen, der ist wild. Der ist wirklich, wirklich wild. Release-Datum 24.11. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da und tschüss.